Willkommen zurück bei Let's Play Gran Turismo 5. Wir machen gerade die AMG-Fahrschule auf dem Nürburgring. Es folgt jetzt noch der vierte Sektor und danach als krönender Abschluss die ganze Strecke. Ob das alles in dieser Folge kommt, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Da müsste ich beides schon in einem Rutsch jetzt direkt im ersten Anlauf schaffen. Aber nichts ist möglich. Und nein, es war keine Schleichwerbung für Toyota. Das hat Zeit gekostet ohne Ende. Das Verschalten auch. Relativ viel Zeit kann man verlieren, wenn man falsch auf die lange Gerade fährt. Das macht bei dem Wagen jetzt noch nicht mal allzu viel aus, weil der eine begrenzte Geschwindigkeit hat im Vergleich zu den heutigen Sportwagen, den man da fahren kann. Und Rennwagen erst. Hier, du gehst nicht ins Kies. Ich war schon so oft im Gras, das kann keine gute Zeit sein. Das kann einfach keine gute Zeit sein. Und jetzt voll aufs Gas. Voll aufs Gas. Und jetzt nicht einschlafen auf der Langeweile. Nicht einschlafen vor Langeweile. Schon an der Zeit, wir müssen hier noch eine Kurve packen, das schaffen wir nicht. Vor allem packen wir auch die Kurve nicht. Da fehlt dann doch noch eine Menge. Auf ein neues. Auf ein neues. Ja, wenn man einmal da in der Kurve im Kies hängt, das dauert ewig, bis man da wieder rauskommt. Leider zu früh hochgeschaltet. Leider zu spät eingelenkt. Nochmal. Wenn ich so früh am Anfang schon Fehler mache, dann müssen wir halt ab und zu mal neu starten. Das war schon besser. Kopf gegen Lenkrad.
Anfang war so lala. Aber man muss auch mal zu Ende fahren, einfach aus dem Grund, wenn man den Anfang gut fährt und danach dann den Mittelteil oder das Ende verkackt, dann regt man sich noch mehr auf, als wenn man so lala fährt am Anfang und dann irgendwo anders noch verkackt. Zum Beispiel hier in der Kurve vielleicht. Oder auch nicht. Die lief richtig gut. Aber in der, die verpasse ich gerne. In der auch nicht. Und jetzt die Zufahrt auf die lange Gerade. Einfach mit Vollgas. So. Mittlerweile ist ein neuer Tag angebrochen. Das heißt, wenn wir gleich zurückkehren ins Menü, werden wir sehen, dass wir wieder die Museumskarten geschenkt kriegen. Es gibt ja Leute, die sammeln, ich gehöre nicht dazu. Ich sehe da halt keinen Sinn drin. Genauso wie ich keinen Sinn in FIFA Ultimate Team sehe. Aber das sind halt noch zwei unterschiedliche Sachen. Und jetzt gibt Gas! Ich guck nicht auf die Uhr, Und? Nein! Immer noch eine Sekunde zu langsam. Eine Sekunde. Schade, dass man hier keinen Geist hat. Ich werde ihn zumindest zeitweise einstellen wollen, um zu sehen, wo ich halt am meisten Zeit verliere im Gegensatz zu anderen Durchläufen. Hier war zum Beispiel das blöd, das hat man direkt gehört. Ah, den ziehe ich jetzt durch. Versuchen wir uns gleich mal ungefähr die Zeit zu merken, wenn wir auf der Geraden sind. Nämlich wann wir den Schatten hier passieren. 1,34,8 waren das ungefähr. Da gerade kann ich nichts anderes machen, als einfach nur Gas geben. Bei anderen Autos ist das ja so, wenn die dann irgendwann an ihren Drehzahlbegrenzer stoßen, dann takten die runter. Da kann man dann noch ein bisschen was rausholen. Ist ja aber nicht der Fall. Na, jetzt habe ich die Kurve verpasst, Mann. Also er war genauso gut wie die Runde davor, bloß halt jetzt am Ende
Scheiße. Aber wir können es ja nochmal versuchen. Na, das war scheiße. Direkt ein Neustart. Direkt noch ein Neustart. Mein Gott, jetzt... Kann man auch wieder vergessen. Das lief jetzt super. Bis ich da das Schalten vergessen habe. Grasfahren. Verdammt. Nicht so gut. Hätte ich abfangen können, aber... Naja, was will man da machen? Da ist die Zeit halt weg. Das war doch was. Das war doch mal was. Etwas zu zaghaft durch die Kurve, da war ich mir jetzt nicht sicher, ich wollte die Runde jetzt nicht wieder versauen, dadurch, dass ich hier
Scheiße baue. Und jetzt mit Vollgas. Auf die Gerade. Nein, nein, den wichtigsten Schaltpunkt verpasst. Aber von der Zeit her hat es ganz gut ausgesehen. Komm. Yes, 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 das hat gepasst. Wunderbar, es war zwar knapp, aber es hat gepasst. Und vor allem war die Runde sauber gefahren. Has, das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Eine Herausforderung, man weiß, es ist nicht einfach. Man hat trotzdem Spaß dran, dagegen anzukämpfen. Gegen das Zeitlimit. Und dann macht man es einfach. Und dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich was geschafft. In dieser Folge haben wir wirklich was geschafft, deswegen sage ich tschüss, bis in die nächste Folge.